Die Statistik der jüngeren Vergangenheit spricht in diesem Duell klar für den FC Luzern, denn der Grasshopper Club Zürich wartet seit 4,5 Jahren auf einen Sieg in der Innerschweiz. Und solche Fehlpässe wie der hier von Riener in der Spieleröffnung tragen da nicht gerade zur Steigerung der Siegchancen bei. Der Luzerner Konter in der dritten Spielminute. Vielversprechend, aber zu verspielt, zu unpräzis, ohne die nötige Überzeugung. Sofort weiter auf der Gegenseite. Da sind es die Zürcher, die mit spielerischen Mitteln versuchen, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Und das gelingt. Ja, mehr noch. Raphael Holzhauser bringt Goetze früh in Führung. Erstes Super League-Tor des Neuzugangs aus Österreich. Der Ärger bei FCL-Trainer Weiler durchaus verständlich. Der spätere Torschütze geht fast gänzlich unter dem Radar der FCL-Defensive durch. Echter Widerstand sieht anders aus. Dafür versuchen die Luzerner sofort zurückzuschlagen. Nach diesem Eckball fehlen ein paar wenige Zentimeter zum Ausgleich. Ärger und Frust bleiben vorerst treue FCL-Begleiter. Nächster Anlauf des Heimteams. Und erneut ignoriert Glücksgöttin Fortuna die Luzerner. Die FCL-Proteste durchaus verständlich. Die Hand von Numa Lavanchy ist ausgefahren. Der Kontakt mit dem Ball offensichtlich. Für mich ist das ein Handspenalty. Glück für Goetze, dass in der Folge zu diesem Corner kommt. Baui mit dem 0:2 auf dem Scheitel. Mirko Salvi im Luzerner Tor verhindert mit einer Klasseparade neuerlichen Goetze-Jubel. Nabil Baui am letzten Wochenende der Goetze-Matchwinner ist auch an der nächsten Szene beteiligt. Hier ist er, der Schwede. Baui wird zu wenig konsequent angegangen und wieder muss Salvi sich strecken, wieder macht er das mit Bravour. Der FCL-Torhüter bleibt im Mittelpunkt, vor allem weil sich seine Vorderleute weiterhin ungeschickt anstellen. Die Luzerner Abwehr verdient ihren Namen nicht wirklich. Turicin von der Strafraumgrenze, Salvi lässt prallen, Pinga! Mit dem scheinbar sicheren Treffer. Kaum zu glauben, aber wahr. Salvi krallt sich den Nachschuss spektakulär. Die Goetze-Führung nach der ersten Halbzeit ist verdient. Sie hätte aber noch höher ausfallen müssen. 0:1 zur Pause. Noch lebt Weilers FCL, aber er muss sich deutlich steigern. Der Einstieg in die zweite Hälfte aus Luzerner Sicht dann vielversprechend. Schweglers Rush gut, die Flanke auch gut, Williers Kopfball nicht gut. Goetze gönnt sich eine verlängerte Pause, kommt erst nach Ablauf einer Spielstunde wieder auf. Juricin und auch Taipi dringen nicht bis zum gegnerischen Tor durch. Bayrami schon, aber da steht ja noch immer Mirko Salvi. In der Folge ist beidseits Sende Pause. Als der FC Luzern zu diesem Freistoß kommt, läuft schon die 84. Minute. Richtig gefährlich ist auch das nicht. Bis dann Blessing Eleke plötzlich ganz alleine vor Lindner steht und zum Ausgleich trifft. Der Treffer zählt und zwar zu Recht. Eleke steht nicht im Abseits, da der Ball von Goetze-Verteidiger Nathan kommt. Luzern schießt in der ganzen zweiten Halbzeit genau einmal aufs Goetze-Tor, aber das reicht für ein Unentschieden. Zumindest für ein Unentschieden, denn noch ist nicht Schluss. Nachspielzeit und noch einmal kommt das Heimteam. Und tatsächlich wird es noch einmal gefährlich, brandgefährlich. Wieder der Ball bei Eleke. Und schließlich bei Schürp, 94. Minute. Zweiter Schuss aufs Goetze-Tor, zweiter Volltreffer. Der FC Luzern im Delirium, Goetze im Koma. Denn es gibt keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Der 2:1-Siegtreffer fällt quasi mit dem Schlusspfiff. Der FC Luzern wahrt seine starke Heimserie gegen Goetze.